Dann hauen Sie mal raus, die Mutter aller Fragen. Ja, ich frage mich halt schon seit längerem, was speziell heutzutage der sinnvollste und effizienteste Weg ist, um Neukunden zu gewinnen. Sie haben Schuhe mit Schnürsenkeln an, ne? Schlüpfen Sie da so rein oder machen Sie die Die Schnürsenkel an? mache ich. Okay. Können Sie eine Schleife auch im Dunkeln binden? Habe ich, glaube ich, lange nicht gemacht, aber ich gehe davon aus. Okay, haben Sie denn großartig überlegt, beim Schleife zu machen? Gar nicht. Okay. Wissen Sie warum? Das ist eine Routine, das ist eine Gewohnheit. Woher kommt die? Durch jetzt jahrelange Wiederholung und tägliche Wiederholung. Ich habe Sie nicht gezwungen, das zu sagen, Das oder? stimmt. Nee, nee. Da bin ich selber drauf gekommen. Was glauben Sie, warum der Kundengewinnungsprozess, der Akquiseprozess, der Kaltakquiseprozess, der systematische Neukundengewinnungsprozess, der beschissene Neukundengewinnungsprozess, was glauben Sie, warum den vielen Menschen so schwer fällt? Weil sie vielleicht viele Dinge anprobieren, anstatt eine Sache wirklich häufig zu machen, bis sie sie meistern. Ja, zum Beispiel. Also ich habe ja hinlänglich darüber schon geschrieben und berichtet, dass für die meisten Menschen Akquise, also die Neukundengewinnung, erstmal der Begriff ganz fürchterlich ist, das verstehe ich, ja. Es gibt ja Influencer-Mädchen, ja, mit 17, 18, 10 Millionen Follower, die ihre Energy-Drinks da verkaufen. Wenn ich zu der Dame gehe und sage, du, hast du schon mal drüber nachgedacht, Kaltakquise zu machen? Die erwirbt mich mit ihrem Bikini, ja. Genauso ist das, als wenn Sie zu mir kommen und sagen, Herr Breuer, können Sie sich vorstellen, wie es im Mittelalter aussah? Das kann ich nicht. Ja? Also mit dem Begriff oder Ihre Frage, wie gewinne ich Kunden, da sind Sie auf dem richtigen Weg. Es muss eine liebgewonnene Routine sein, weil dann machen Sie es, Sie machen es einfach, ohne darüber nachzudenken. Was ist mit dem Begriff Neukundengewinnung, systematische Neukunden, Kaltakquise falsch? Da ist lustigerweise eine Menge falsch. Das ist eben Begriff. Wenn Sie jetzt heute in meinem Namen als mein Botschafter einen Kunden anrufen und Sie sagen, guten Tag, ich will Ihnen was verkaufen oder ich mache hier Akquise, dann legt er auf. Das ist so ungefähr wie, wollen Sie Bitcoins kaufen, wollen Sie Steuern sparen? Ja? Das ist ein scheiß Begriff. Aber im Grundsatz machen Sie ja nichts anderes als das, was wir beide gerade machen. Normale menschliche Kommunikation. Als Bäcker müssen Sie Brötchen backen. Als Herzchirurg müssen Sie am offenen Herzen operieren. Als Pilot müssen Sie ein Flugzeug fliegen. Im Vertrieb glauben Menschen immer, da gibt es so viele Spielarten oder Varianten von Kundengewinnen. Sicher ist, Herr Heinz, sicher ist, der Weg heute, den Kunden zu gewinnen, ja, ist anders als noch im Mittelalter, ist anders als so ein Influencer-Mädchen das macht. Der ist anders. Der ist auch anders als zu meiner Zeit. Ich hatte nur ein Auto und ein Telefonbuch. Ja? Und dann hat damals Vodafone, dann das Mobilfunk zu mir gesagt, fahr raus, besorg Kunden. Es gab kein Handy, es gab keine Digitalisierung. Ich konnte nichts anderes machen, als mir einen anderen Menschen zu suchen und mit diesem Menschen zu sprechen und zu sagen, guten Tag, möchtest du mobil telefonieren? Heute, warum auch immer, durch die Digitalisierung sagen viele, ich möchte abkürzen. Kaltakquise ist fürchterlich, Kaltakquise ist fremde Leute belästigen. Ja? Also muss ich abkürzen. Okay, nehmen wir mal an, Sie kürzen ab. Nehmen wir mal an, Sie haben ein super Social Appearance, ja, und Sie haben da auch Ihre Followerschaft. Und Sie liefern jetzt über ein, zwei, drei Jahre freien Content. Nehmen wir an, Sie haben so viel Geld und können sich das erlauben. Aber früher oder später, von den zigtausenden E-Mails, zigtausenden Pings und Pitchen, die Sie rausgehauen haben, früher oder später müssen Sie doch mit jemandem Kontakt haben, oder? Ja, definitiv. Im schlimmsten Fall sogar mit ihm reden. Weil der will ihre Dienstleistung kaufen, der will ihre bunten Bilder kaufen, der will irgendwas mit. Richtig? Richtig. Also sicher können Sie alles abkürzen, aber die letzte Meile, so habe ich das immer genannt, oder das letzte Prozent ist doch menschlich, oder? Also nochmal, wenn Sie es leisten können, kürzen Sie alles ab. Hauen Sie digital raus, machen Sie Attraction, ja? Ziehen Sie ein Bikini an, malen Sie bunte Bilder, machen jeden Tag ein LinkedIn-Karussell. Völlig in Ordnung. Aber irgendwann will der andere doch, weil er sie eben gut findet. Ja? Und was dann? Was ist, wenn Sie dann keine Brötchen backen können? Wenn Sie gesagt haben, Sie sind Bäcker, Sie sind keiner. Was ist, wenn Sie dann sagen, ja, ich bin Pilot, aber Sie sind keiner? Oder Sie sollen am offenen Herzen operieren und sagen, ja, ich habe ein paar Bücher darüber gelesen. Eigentlich kann ich das nicht. Also früher oder später kommt doch der Müller auf Sie zu und sagt, so, ich will. Perfekter Zeitpunkt. Ich will mit Ihnen arbeiten, richtig?
Und wenn sie dann Kommunikation nicht können, lieben oder wollen, dann funktioniert es nicht. Und ich sage eben, wenn sie Kommunikation können, lieben und wollen, dann können sie doch diese 1, 2, 3 Jahre an Digitalisierung und E-Mails raushauen und bunte Bilder malen, kann man doch auch abkürzen. Ja, man kann auch sagen, hey, ich rufe die Leute an. Ist das Kaltakquise? Weiß ich nicht. Früher gab es den Begriff nicht. Früher sagte mein Boss zu mir, ruf Kunden an. Ja, keine Ahnung. Ist das Kaltakquise? Ja, Kaltakquise mache ich aber nicht. Ja, wie machen wir es denn dann? Wie sollen wir es dann machen? Wie sollen wir dann mit Menschen reden? Wissen Sie, wenn Sie sich selber 100% digitalisieren, nicht falsch verstehen, Herr Heinz, aber dann brauche ich Sie nicht. Mhm. Wenn Sie mir eine Methode zeigen, wie ich alles digital abbilden kann, dann fahren Sie nach Hause, kaufe ich Ihnen das Rezept ab, mache ich über Nacht Geld, weil ich brauche Sie alle nicht. Ich kann mir die Mitarbeiter, das teure Büro sparen, ich mache jetzt alles digital. Mhm. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Gibt es jetzt ein digitales Brötchen? Keine Ahnung, ich glaube, der Bäcker oder die Maschine muss das immer noch bauen. Also mit dem Begriff Kaltakquise oder wie gewinne ich Kunden? Ich habe keine Ahnung, doch ich habe eine Ahnung. Ich weiß, warum Menschen das schlimm finden. Die finden es aber deswegen schlimm, nicht weil was mit der Systematik, also sie haben keine Systematik, mit dem Begriff falsch ist, sondern vielleicht sind das die falschen Typen. Mhm. Wissen Sie, machen Sie mal so ist ja mein erstes Buch entstanden, ja, Schnecken hüpfen nicht. Und da finden Sie ein System, eine systematische, also 36 Module, praktisch wie eine Anleitung zum Schachspielen, nicht zum Ping-Pong-Spielen. Ja, finden Sie 36 Module, Schnecken hüpfen nicht, wie Sie vom ersten Pitch systematisch Kunden gewinnen. Mit Spaß, mit Vorbereitung. Ja, ich meine, wer ruft heute jemanden an und kennt nicht mal den Ansprechpartner, hat sich nicht mal darüber informiert, wen er da ruft, bla bla bla. Schritt für Schritt, das habe ich schon vor Jahren gesagt. Aber wenn Sie das nicht wollen, ja, dann ist nichts mit der Akquise falsch, mit dem System falsch, mit dem Produkt, dann sind Sie falsch. Ist ein Bäcker, der plötzlich Herzchirurg werden will? Ey, in allen Ehren, wenn das, bitte, mach es. Aber sagen Sie jetzt plötzlich zu mir, Bröhr, du, das gleiche Leben, was du jetzt führst, du musst ein Friseur werden. Da sage ich Ihnen, nee, lass sein, weil ich kann lernen, wie Farbe funktioniert, ich kann lernen, wie Schere funktioniert, aber das ist nicht mein Talent. Mein Talent ist in der Kommunikation. Also nochmal, Sie müssen, wenn Sie Kommunikation lieben und wollen, ja, dann sicher können Sie alles digital begleiten. Ist für mich immer so das Kakaopulver auf dem Cappuccino. Ja? Sie können das digital, aber das schmeckt auch ohne Kakaopulver. Und wenn Sie Neukunden gewinnen wollen, dann machen Sie es verdammt nochmal systematisch. Klar, weil Sie sind ja auch kein One-Man-Call-Center. Sie sollen nicht jeden Tag 500 Leute anrufen. Ja? Aber Ihre Frage ist auf den Punkt gemacht, das Effektivste ist, machen Sie Ihren Funnel voll, ja? Rufen Sie viele Leute an und einer ist dabei, der nachher die Band bezahlt. Sie wissen aber nicht wer, also sprechen Sie die Leute an. Von mir aus malen Sie ein paar bunte Bilder, weil in dem Prozess verlieren Sie sowieso welche. Ja? Malen Sie Bilder, hauen Sie einen Instagram-Post raus, ja? Machen Sie einen Podcast, alles völlig okay. Machen Sie sich sichtbar, aber früher oder später, nochmal, ruft er Sie doch an und sagt, komm Heinz, jetzt hast du mich so geil gemacht, jetzt finde ich das alles so mega, jetzt lass uns auch zusammenarbeiten.